Heute war in Rheinland-Pfalz der Auftakt der Tarifverhandlungen für die chemische Industrie. An meiner Seite ist Hendrik Müller, der Verhandlungsführer der Chemiearbeitgeber hier in Rheinland-Pfalz. Herr Müller, wie war aus Ihrer Sicht die Stimmung heute bei den Verhandlungen? Die Stimmung während der heutigen Verhandlungen war eigentlich durchweg gut. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Vor dem Hintergrund einer strukturellen Krise, der wir uns in Rheinland-Pfalz und in Deutschland ausgesetzt sehen, und einer konjunkturellen Flaute, kann ich tatsächlich nur hervorheben, dass wir auch in diesem Jahr wieder fair und auf Augenhöhe diskutiert haben. Sie sprechen von einer Krise. Die Gewerkschaft spricht davon, dass 7% mehr Entgelt durchaus gerechtfertigt sind. Gab es da schon eine Annäherung? Wie ist da Ihre Position? Grundsätzlich gab es hierzu keine Annäherung. Die 7% sind aufgrund der konjunkturellen Krise für viele unserer Mitglieder, die halt einem erhöhten Kostendruck und sinkender Nachfrage ausgesetzt sind, einfach finanziell in diesem Jahr nicht zu stemmen. Eine zweite Forderung der Gewerkschaft ist ja eine Differenzierung, ein Bonus für Gewerkschaftsmitglieder. Gab es da eine Annäherung? Eine Annäherung hierzu gab es leider nicht. Wir haben von Arbeitgeberseite seit dem letzten Abschluss zusammen mit der IGBCE in Workshops potenzielle Lösungen erarbeitet. Leider wird in der heutigen Diskussion dann doch der reine Gewerkschaftsbonus gefordert. Dieses ist für einen Großteil unserer Mitglieder in den Verbänden im Arbeitgeberverband nicht tragbar. Und deswegen ist es für uns als Arbeitgeberverband keine Lösung, einen Gewerkschaftsbonus zu zahlen. Knapp 70.000 Beschäftigte hier in Rheinland-Pfalz in der chemisch-pharmazeutischen Industrie schauen mit Spannung auf die Verhandlungen. Was wäre Ihre Botschaft, um Verständnis zu werben für die Arbeitgeberposition? Zum einen muss man sicherlich darauf hinweisen, dass wir die Fläche verhandeln. Also auch wenn es Unternehmen gibt, die über dem durchaus schlechten Durchschnitt liegen, den wir derzeit sehen, heißt das, dass es noch Unternehmen geben muss, die noch weitaus schlechter gestellt sind in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Und vor dem Hintergrund möchte ich die Mitarbeitenden einfach nur bitten, darauf zu vertrauen, dass auch in diesem Jahr IGBCE und der Arbeitgeberverband eine pragmatische und faire Lösung findet, mit der am Ende des Tages beide Parteien leben können. Am 14. Mai geht es in Teistung weiter. Herr Müller, vielen Dank. Ich hoffe auch mit, dass wir eine pragmatische Lösung finden werden.